Anzeige: Kylian Mbappé hat Paris Saint-Germain im Achtelfinale der Champions League gegen den FC Barcelona mit 3 Toren zu einer hervorragenden Ausgangsposition verholfen. Im ersten Königsklassenspiel des neuen Trainers Mauricio Pochettino gewannen die Pariser im Camp Nou mit 4:1, 1:1 und gehen als Favorit für das Viertelfinale ins Rückspiel März. Neben dem stark aufspielenden Mbappé, 32. 65. 85. traf Noah Skin, 70. Die Führung der Gastgeber hatte der ansonsten schwache Lionel Messi, 27. per VfL-Elfmeter erzielt. Der klare Sieg der überzeugenden Pariser erinnerte an die bisher letzten Duelle der beiden Teams. Im Februar 2017 hatte Barcelona im Hinspiel des Achtelfinales mit 0:4 verloren, setzte sich aber im Rückspiel im eigenen Stadion mit 6:1. PSG spielte beim erneuten Aufeinandertreffen immer wieder mutig nach vorne, obwohl neben Angel Di Maria auch der brasilianische Starspieler Neymar fehlte, der früher bei Barca unter Vertrag war. Barcelona kam kaum zu Chancen, nur Messi traf vom Elfmeterpunkt. Der unauffällig spielende Star nutzte die Chance beim Strafstoß. Anzeige: Paris gelang jedoch der schnelle Ausgleich nach Unsicherheiten in der Barca-Abwehr. Mbappé tanzte seinen Landsmann Clement Lenglet in der Defensive der Gastgeber aus und ließ bei seinem Schuss aus kurzer Distanz dem deutschen Torwart Marc-André Ter Stegen keine Chance. Julian Draxler legt für Mbappé auf Barcelona tat zu wenig für die Offensive, kam vor allem in der zweiten Halbzeit gegen die lichte Defensive der Pariser zu keinen guten Einschussgelegenheiten. PSG nutzte hingegen seine Möglichkeiten. Mbappé staubte zunächst nach einem Fehler von Gerard Piqué ab, ehe auch Keane nach einem Freistoß von Leandro Paredes ungedrängter Kopfball der Starstürmer war.